Ja, hallihallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem weiteren Lada Niva, Lada Tiger Video. Ich bin's, euer Kevin oder euer Keinert, nennt mich wie ihr wollt. Und ja, was soll ich schon mal vorweg sagen? Ich hab's getan. Ich weiß nicht, wie ich es euch sagen soll, aber ich habe mein Auto gewaschen. Der eine oder andere weiß vielleicht noch vom letzten Video, da sah der ja noch ein bisschen anders aus, ein bisschen schlammiger. Ist vielleicht eine kleine Untat, aber ich sag mal so, ich konnte auf der einen Seite konnte ich es auch nicht mehr sehen, auf der anderen Seite habe ich auch wieder Platz für neuen Dreck gemacht. Ne? Ich meine, Platz ist jetzt genug da für neuen Modder. Ne? Man muss ja auch mal gucken, ob auch noch alles okay ist, weil der Dreck, der verdeckt ja auch einiges. Ne? Aber naja, wie gesagt, Platz für Neues. Aber jetzt aber zum eigentlichen Thema. Ne? Manche hatten mich auch schon darauf angesprochen gehabt. Kannst du vielleicht das ein oder andere noch an dem Wagen erklären? Ganz speziell das Interieur, die Bedienelemente, was jetzt zum Beispiel ein ganz spannender Punkt ist, wäre zum Beispiel auch die Geländeuntersetzung und. Und der Wagen fährt sich auch einfach ganz anders als normale Wagen. Natürlich, klar, ist das ein normales Auto. Vier Reifen, ein Lenkrad, Kupplung, Gas, Getriebe, Schaltung, bla bla bla. Aber es ist vom Gefühl halt her total anders. Und ich würde jetzt aber einfach mal sagen, ich nehme euch jetzt einfach mal mit nach innen und zeige euch das Ganze mal. Ja, da wären wir. Direkt schon mal als erstes Bedienelement. Immer mal ein bisschen Platz hier, so dass man ein bisschen besser sieht. Gas, also Kupplung, ja, ist bei dem sehr speziell. Ich erinnere mich noch an meine Probefahrt und alles, wo ich mir den damals geholt hatte, auch erstmal sehr gewöhnungsbedürftig, weil ich bin dann ja von meinem alten VW ab direkt in den Niva rein und bei den ganzen neuen Autos ist das ja so, die Kupplung ist sehr, sehr stramm und die kommt sofort. Hier hat man einen sehr weiten Vorzugsweg und die kommt auch relativ spät, hat jetzt auch den Sinn dahinter, einfach wenn man jetzt im Gelände auch ist, dass man, wenn man jetzt so eine kurze Kupplung hätte, würde ich mir vorstellen, wumms, ist der Motor aus. Einfach weil die viel zu stramm kommt und man hat dann viel mehr Spielraum und viel mehr Freiheit, wie man damit halt spielen kann mit der Kupplung. Ja, Bremse erklärt sich eigentlich von selber, brauche ich gar nicht viel zu sagen. Gas ist mittlerweile E-Gas bei den vor 2010ern, so wie im letzten Video bei Marc, der hat das auch noch. Da ist das Gas noch mit Seilzug und hier halt mit E-Gas. Na, das Lenkrad, ja, hier wie man schon schön sieht, hat schon Winterfell. Muss ich jedes Jahr im Frühjahr muss ich das einmal kahl scheren, damit das Fell wieder neu kommen kann im Herbst. Und ja, Quatsch beiseite. Wie gesagt, ist jetzt ein einfaches Lenkrad ohne Schnickschnack, ohne Bedienelemente und Satellitenhebel, was weiß ich nicht alles. Ja, hat mittlerweile Servolenkung drin, serienmäßig. Die Hupe natürlich. Ja. Hört sich eigentlich sehr speziell bei dem. Das Spezielle bei dem Wagen, die Hupe ist einfach, jetzt macht die ja nur dieses. Ne? Wenn ich jetzt aber fahre, oder das macht die auch nicht immer, wenn ich fahre, dann trötet die richtig laut. Dann ist einmal dieses Verb da drin und dann knallt die irgendwie nochmal richtig raus. Als wenn die aus allen Kanonenrohren schreit, total bescheuert. Naja, das nächste wäre dann ja jetzt im Grunde die Schaltung. Ganz normale Haarschaltung halt, wie man sie halt auch an jedem anderen Schaltwagen halt auch kennt. Das Lustige bei der Schaltung ist aber auch wiederum, das war auch das Problem, was ich auf meiner Probefahrt hatte. Ich musste einfach erstmal auf den Parkplatz fahren und dann ein Gefühl für kriegen, weil sich das einfach so anders angefühlt. Einmal, man hat ja diesen langen Hebel und wie gesagt, die Gänge, die schalten sich alle anders. Ne, der erste Gang, ne, der geht rein. Jetzt merkt man, klack, der ist drin. Manchmal, je nachdem, wie liegt am Anfang was so, da fragt man sich, ist der jetzt drin? Ne? Man war sich nicht ganz sicher. Der zweite Gang, der macht
gerade während der Fahrt, jetzt geht er natürlich locker rein, aber gerade während der Fahrt macht der Klack, Klack. Außerdem muss man richtig reindrücken, der klackt zweimal. Gerade wenn man aus der Beschleunigung heraus runterschaltet, dann macht er auch manchmal gerne nochmal so Ratsch, so ein ganz zärtliches, leises Ratsch. Der dritte Gang und der vierte Gang, die lassen sich eigentlich mal ganz locker reinschalten. Der fünfte Gang natürlich ganz rechts nach vorne, geht eigentlich auch mal sehr leicht rein, manchmal auch was schwerer, aber eigentlich geht er immer sehr leicht rein. Und das Witzige ist einfach, der geht relativ schwer, geht er wieder raus, verhältnismäßig. Also der geht ziemlich schwer raus. Ich schätze mal, liegt irgendwie auch daran, weil das früher mal ein Vierganggetriebe war und man hat einfach diese ganzen Zahnräder, man hat das alles irgendwie da reingequetscht. Ne? Die Getriebeglocke müsste noch dieselbe sein. Hauptsache, das passt halt irgendwie, so Russian-Style halt. Der Rückwärtsgang ist ganz speziell. Bei meinem ganzen VW und Seats vorher war das immer so, dass ich manchmal den ersten Gang nicht reingekriegt habe. Der geht hier eigentlich immer rein. Der geht immer rein. Hier ist es einfach der Rückwärtsgang, der nicht rein will. Ne? Jetzt hier geht der wunderbar rein, ohne Probleme. Ne? Rechts und dann runter. Manchmal will man einparken und die Parklücke ist sehr eng und dann will der nicht rein. Jetzt hängt es schon wieder, weil es jetzt schon wieder anders steht. Dann kann man jetzt entweder den Wagen ein bisschen nach vorne rollen lassen oder zurückrollen lassen. Manchmal hat man Pech, dann will er nicht zurück oder nach vorne. Oder man hat keinen Platz, weil es wieder so eng ist und man musste so dicht auffahren. Dann kann man alternativ in den fünften schalten und dann direkt wieder in den Rückwärtsgang. Und dann geht der eigentlich auch immer rein. Nun, aber hier der Gottmodus unter den ganzen Hebeln. Ich sag Gottmodus, weil wenn man diese Hebel hier drin hat im Gelände, dann ist dieser Wagen unstoppable. Wirklich. Also der kommt überall durch. Dann hat der Energie ohne Ende. Man fährt und man kann den Motor nicht abwürgen. Also wo wir im Fürstenforest waren, ich habe den Wagen nicht einmal abgewürgt. Der Wagen, der steht quasi im Mod. Man hat die Kupplung komplett drauf und der Wagen, der geht nicht aus, der Motor. Der läuft einfach weiter. Dann ist er hier ganz einfach im Grunde genommen hier. Haben wir die Geländeuntersetzung. Ja. Ist jetzt im Grunde hier auch einfach, also hier ist jetzt Straßenbetrieb nach hinten. Dann haben wir die Mitte, konstruktiv bedingt, ist ein Leerlauf. Und dann haben wir die Geländeuntersetzung. Jetzt auf der Straße lassen wir dann natürlich ganz normal den Straßengang rein. Ist jetzt im Grunde so, dass so zu erklären, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Jetzt habe ich den Faden verloren schon wieder. Nee, man hat jetzt, wie soll ich sagen, der Maßstab, normalerweise, man hat ja jetzt, wenn ich jetzt die Geländeuntersetzung raus habe und ich habe jetzt die normale Schaltung drin, habe ich ein 1:1 Verhältnis in der Übersetzung auf die Räder. Wenn ich jetzt die Geländeuntersetzung reinmache, habe ich ein 2:1 Verhältnis. Sprich, ich kann dann jetzt, also ich fahre jetzt 40 im fünften Gang. Normalerweise würde ich im fünften Gang 80 fahren. Einfach der Wagen ist viel, 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 viel kürzer untersetzt. Es gibt dann noch so Bekloppte, die machen da, meine ich, noch 4:1 rein und was weiß ich. Also der Wagen ist dann so kurz untersetzt. Ne? Braucht man das nicht unbedingt. Der Wagen, der schafft das auch so alles ohne Probleme. Einfach die Übersetzung ist viel, viel kürzer von den Zahnrädern. Dann haben wir hier, das hier ist die Differentialsperre. Damit sperre ich das hintere Differential. Der Wagen wird nicht komplett gesperrt. Und was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Jedes Fahrzeug hat ein Differentialgetriebe. Ist einfach wichtig dafür, wenn der Wagen jetzt in die Kurve fährt oder der Untergrund rutschig ist, vor allem auch in Kurvenfahrten, hat man ja unterschiedliche Drehgeschwindigkeiten auf den Rädern. Das äußere Rad läuft wesentlich schneller wie das innere. Und damit das halt ausgeglichen ist, das sind quasi drei Zahnräder, die sich halt gegenüberstehen und womit halt diese Umdrehungsunterschiede ausgeglichen werden. Da gibt es auch ganz viele Infosachen bei YouTube, noch weitere, wo man sich haargenau anschauen kann, wie das jetzt funktioniert. Ich bin ja jetzt auch nicht so der Fachmann und das würde jetzt auch viel zu lange dauern, das jetzt alles jetzt zu erklären. Auf jeden Fall wird dieses Ausgleichsgetriebe wird ja gesperrt, so dass ich auf allen Rädern
gleiche Umdrehung habe, also auf jeden Fall bei dem jetzt hier hinten. Ich habe auf den Hinterrädern, die bleiben dann, also die Achse, die bleibt starr. Da ist er nicht, links dreht er nicht schneller wie rechts, sondern die Räder haben immer dieselbe Drehgeschwindigkeit. Ist jetzt in dem Sinne nützlich, wenn ich jetzt einen schlammigen Untergrund habe und ich habe jetzt auf, oder das Rad ist jetzt, oder ein Rad ist in der Luft, es ist sehr steinig und hubbelig und der Wagen geht so in die Verschränkung, dass das Rad links oder rechts in der Luft hängt. Also jetzt würde jetzt die komplette Kraft würde jetzt in das Rad gehen, was in der Luft ist. Und der Reifen würde durchdrehen und ich würde nicht mehr von der Stelle kommen. Aber mit der Differentialsperre ist das ja gesperrt. Das heißt, die Drehzahl bleibt gleich, auch auf dem Rad, was Bodenkontakt hat. Und somit habe ich wenigstens auch eine gewisse Kraftübertragung, auch auf dem Rad, was auch noch am Boden ist. Und komme dann wiederum von der Stelle. Oder wenn es schlammig ist und die Räder würden durchrutschen, hat man dann jetzt in dem Fall nicht mehr. Was auch so ein Mythos ist, dass sich dadurch der Wenderadius vergrößern würde, ist bei dem Schwachsinn. Was aber passiert, weswegen man die Differentialsperre auf jeden Fall nicht im Straßenverkehr anhaben sollte und auf befestigtem Untergrund, man hat dadurch Verspannungen im Antriebsstrang und das kann natürlich irgendwann dazu führen, dass es irgendwann hinten Peng macht und dann ist was Fratze, dann ist der Antriebsstrang ist dann kaputt. Auch noch wichtig zu erwähnen, wenn die Differentialsperre drin ist, man erfährt es auch, wenn die drin ist, Lämpchen an, und wenn sie raus ist, Lämpchen aus. Daher erkennt man es. Ist natürlich dementsprechend auch deswegen wichtig, dass man die halt nicht vergisst rauszumachen, wenn man halt im Straßenverkehr unterwegs ist. Ja. Was bei der natürlich ist, im Gegensatz zu der, die Geländeuntersetzung im Stand reinmachen, auf gar keinen Fall, wenn man fährt während der Fahrt. Ganz, ganz schlecht. Die Differentialsperre am besten reinmachen, wenn der Wagen langsam rollt. Weil ich kriege die jetzt zum Beispiel, jetzt müsste die eigentlich richtig reingehen, aber zum Beispiel im Fürstenfalls hatte ich eine Situation gehabt, da war es sehr schlammig, da musste ich die reinmachen und ich habe sie da nicht reingekriegt. Und irgendwie musste ich dann so ein bisschen vor- und zurückfahren, damit die dann halt endlich mal reinging. Ich hatte schon die Sorge gehabt, weil die natürlich nur kaum benutzt wurde bis jetzt, dass die im Moment gar nicht reingeht. Ging dann aber doch. Hat dann auch wunderbar geklappt. Danach habe ich sie auch direkt rausgemacht, weil man will halt keine Verspannungen haben und so. Deswegen, also die wird eigentlich von allen Hebeln hier, wird die eigentlich am wenigsten benutzt, die Differentialsperre. Geländeuntersetzung wirklich mal so gelegentlich. Hatte ich jetzt vor ein paar Tagen noch, ich fahre ja immer gerne Schleichwege nach Hause, wenn ich von der Arbeit komme. Und da ist eine enge Kurve, der Bauer hat das Maisfeld abgemäht gehabt. Und jetzt kam auf einmal aus irgendeiner Seitenstraße, kam da so ein riesen Sprinter, so ein LKW kam da raus. Und ich denke mir so, was macht der da? Wo will der hin? Wie will der denn jetzt? Also wir hätten ja so gar nicht aneinander vorbeigepasst. Also habe ich dann die Geländeuntersetzung reingemacht, prophylaktisch. Ich wäre wahrscheinlich auch ohne drüber gekommen. Ne, aber ich habe es dann halt einfach mal reingemacht. Und da bin ich dann halt erstmal das Stückchen übers Maisfeld halt gefahren. Das war eh abgemäht gewesen. Solche Klamotten halt jetzt, wo wir jetzt im Geländepark waren, jetzt im Offroad-Park, Fürstenforest. Da sollte die auf jeden Fall nur drin sein. Da fährt man auch in der Regel nur im ersten und zweiten Gang. Maximal im zweiten Gang, einfach weil es zu hubbelig ist und überall sind Fahrspuren, Fahrrinnen und so weiter. Was natürlich auch noch wichtig zu erwähnen wäre, wenn man die Differentialsperre und die Geländeuntersetzung reinmacht, immer Kupplung treten und Gang raus. Was haben wir hier noch? Ja, Kippschalter. Alles sehr übersichtlich, sehr kompakt gehalten. Hier witzigerweise neben der Lüftung und neben der Heizung haben wir Licht in drei verschiedenen Stellungen. Hier ist jetzt Licht aus, die obere Stellung. Jetzt beim M habe ich dann jetzt auch vorne Tagfahrlicht. Bei den neueren ist das auf jeden Fall. Wie gesagt, auch bei den M's. Das mittlere, ja, das ist dieses Parklicht, ist das. Dann ist vorne komplett aus. Die Tagfahrlichter sind sehr stark gedimmt und die Heckleuchten sind an. Und die ganz untere Stellung ist halt Licht an. Hat man dann halt auch hier in der Ecke, da, ich versuche das jetzt mal hier so zu filmen, dann hat man halt auch hier in der Ecke, unten rechts, hat man dann ein Lämpchen. Ja, was haben wir hier? Das sind die Heckscheibenwischer. Noch ein bisschen tiefer durchdrücken und der sprüht. Dann hier, ja, ne, halt die Heizung bzw. Lüftung, ne, halt wie gesagt drei Stufen aus, laut und ganz laut. Das hier, Heckheizung,
sieht man dann auch da. Hat halt auch nur diese zwei Stufen, reicht ja auch. Und das hier, das ist die Nebelschlussleuchte. Warum das jetzt hier so ein komischer Schalter ist, ist wirklich eine gute Frage. Ich meine, irgendwas wird man sich ja dabei gedacht haben. Ja, die Heizungsverstellung, ne, ist ja hier auch ganz simpel gehalten. Hier links und rechts, hoch und runter, kennt man alles. Hier die Lüftung an der Seite, da kann man gar nichts verstellen. Das sind einfach nur Öffnungen für die Scheibe. Erfüllt aber auch absolut seinen Zweck. Hier oben ist das noch für die Heizung. Und was es auch noch gibt, hier unten irgendwo, der hier, dieser Hebel hier, der ist für, wie man ja schon hört, lässt sich sehr gut und sehr leicht bedienen. Das ist für die Fußheizung, ja, damit man auch warme Füße kriegt. Da habe ich eigentlich sonst immer zu. Ich kriege sonst auch immer warme Füße. Von daher. Hier kann man die Helligkeit vom Kombi-Instrument einstellen. Und das hier ist die Leuchtweitenregulierung, sprich für die Scheinwerfer vorne. Wenn man jetzt zum Beispiel Anhänger fährt, dann kann man die ja nochmal nachrichten. Lasse ich jetzt immer lieber eigentlich so an sich die Finger vorn, brauche ich nicht. So wie sie jetzt steht, ist sie gut. Muss ich jetzt nichts großartig dran machen. Oh, was auch ganz, ganz, ganz speziell an diesem Wagen ist, ist das hier. Die Buchse für den Zigarettenanzünder. Wir sind nach Belgien, sind wir damals gefahren. Ich hatte den Wagen noch nicht lange. Und wir wollten uns ein Ladegerät holen für unser Handy, was wir über den Zigarettenanzünder aufladen können. Und wir haben dann nachher bestimmt an der Raststätte, ich glaube, 5 verschiedene Ladegeräte geholt, Anschlüsse. Und keins hat gepasst, die waren alle zu kurz. Also das ist keine Normgröße. Was man dafür braucht, ist jetzt hier so ein längeres Stück, jetzt so wie das hier. Das ist jetzt hier von dem Ventilator. Und das ist halt schon ein bisschen länger und deswegen passt das da auch ganz gut rein. Ich habe bei hier das Einzige, was wir gefunden hatten, war das hier. Mit so einem komischen Navi-Halter hier dran und 2 USB-Anschlüssen. Aber das hier ist zum Glück lang genug, ne, dass das auch vernünftig, ne, ich ziehe mal hier ran. So, jetzt kann man hier halt sein Handy aufladen. Aber wie gesagt, die meisten, die kamen halt gar nicht so tief rein. Das ging ja nur bis hier und es tat sich einfach gar nichts. Ne? Und dann die nette Dame im Verkauf, da hinter der Theke, die guckte dann schon doof, weil ich dann da mit 5 verschiedenen Packungen rumgelaufen bin und ich musste jedes umtauschen und furchtbar. Aber am Ende hat das halt hier gepasst. Ist es nicht schön, passt farblich sehr gut zum Auto, ne? Und es erfüllt seinen Zweck, hat 2 Anschlüsse. Vielleicht säge ich das ja noch irgendwann mal ab oder so, keine Ahnung. Vielleicht kann man sich hier irgendwas draufkleben. Was man natürlich hat, Zigarettenanzünderbuchse, natürlich Zigarettenanzünder. Was hier irgendwie sehr lustig ist, normalerweise drückt man das Ding ja rein und normal, ja, jetzt kommt der raus, aber so wirklich glühen tut da gar nichts. Ne? Also ich weiß nicht, ob das bei den anderen auch so ist, wenn man sich jetzt hier eine Zigarette anzünden wollen würde. Ja, eigentlich muss man den hier auch hier drin hier gedrückt halten, damit der auch... Ja, tut sich immer noch nichts. Auf jeden Fall muss man den halt hier wirklich wie gesagt eine ganze Weile hier gedrückt halten, damit der dann auch endlich mal irgendwann anfängt zu glühen und damit man sich dann auch eine Zigarette anzünden kann. Jetzt glüht er. Ich weiß nicht, ob man das sieht, so ein bisschen. Ja. Aber ich habe einen Arbeitskollegen gehabt, der wollte sich damit eine Zigarette anzünden, weil er kein Feuerzeug dabei hatte und er ist fast verzweifelt. Er hat gedacht, was ist das? Der hat einen Anfall, hat er gekriegt. Und dann hing er da... Und jedes Mal, da kam immer nur so ein bisschen Qualm, ne? Und es tat sich einfach nichts, bis man dann irgendwann herausgefunden hat, dass man das Ding vielleicht auch mal halt gedrückt halten muss. Und dann, oh, wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Ja, ich weiß nicht, ob das bei allen anderen nie was auch so ist. Ich meine, ich bin jetzt Nichtraucher. Ich rauche auch nicht im Auto. Ja, ist für mich eh sinnlos, aber wer es halt braucht. Hinten links, hinter der Fahrertür... haben wir noch dieses nette Hebelchen, neuerdings auch bei den neueren Nivas mit Filzmättchen darüber. Das hier ist die Kofferraumentriegelung. Einmal dran ziehen und schwupps ist der Kofferraum auf. Ist ein bisschen komisch, ist auch so ein reines Niva-Ding. Ich wüsste nicht, dass es irgendein anderes Auto gibt, was das auch hat. Gibt es nur beim Niva. Allerdings die älteren, die 1600er, die haben noch hinten ein Schloss. Hat er jetzt nicht, er hat einfach nur einen Griff und die meisten, die suchen erstmal, wie geht denn der Kofferraum auf? So,
das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch das alles wenigstens so ein bisschen verständlich erklären, was hier wie, wovor ist und wie funktioniert. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einfach einen Daumen nach oben. Fragt mich, was ihr fragen wollt. Setzt das runter in die Kommentare. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.